Leute, es gibt keinen Begriff von Größe mehr. Der Begriff von großer Politik ist uns verloren gegangen. Ich zeige es euch, Pass mal auf, da im Hintergrund, ja? Da im Hintergrund. Wisst ihr, was da gestanden hat bis vor 50 Jahren so ungefähr? Wisst ihr, was da gestanden hat? Eine Kirche, eine mittelmäßige, mittelalterliche Dreckskirche. Und wisst ihr, was große Politik heißt? Die Genies, ja, die großen Männer, die damals in der Deutschen Demokratischen Republik Politik gemacht haben, die haben den Scheiß einfach weggesprengt. Weggesprengt, sage ich euch. Das ist große Politik. Einfach mal den Laden platt machen. Platz für Neues, für Visionen, für... Und wisst ihr, was dann diese mittelmäßigen Figuren, diese Christdemokraten, diese Opportunisten, Kohl, Genscher, nach der sogenannten Wiedervereinigung gemacht haben? Das haben sie ja hingebaut. Dieses Nichts, dieses Glaskasten, dieses hässliche Stück Scheiße. Aber ihr versteht das nicht. Ihr seid doch selber so Sozialdemokraten, Liberale, CDU-Wähler. Beweist einmal in eurem Leben, ja, einmal, dass das nur ein Funken, nur eine Prise von Größe in eurer Birne habt, spendet unserem Zeitschriftprojekt einfach mal 5 jämmerliche Euro. 5,00 Euro. Wir werden, falls ihr unser Spendenziel nicht nur erreichen, sondern übertrumpfen, werden wir diesen Scheiß platt machen und eine Statue für einen wirklich großen Politiker, für Erich Honecker errichten.